rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Fans des Kulturpanoramas und Carina Rother kann ich heute eine besondere Freude machen, denn ich habe mich noch einmal mit Carina Rother zusammengesetzt, um mich mit ihr über ihre Vorliebe für Kultur und das Kulturpanorama zu unterhalten. Ja, Carina, du beschäftigst dich in deinen Programmen mit Kultur, insbesondere natürlich im Kulturpanorama. Hast du dich eigentlich schon immer für Kultur interessiert oder fing das erst in Taiwan an? Also ich habe mich ursprünglich vor meinem Sinologiestudium für chinesische Kultur interessiert, einfach aus dieser ganz naiven, exotisierenden Perspektive raus. So, es ist was Fremdes und man weiß nicht so genau, was ist jetzt das für fremde Musik, was sind das für Instrumente, was sind das für Farben, was bedeutet das alles? Und das Kulturpanorama ist letztlich so ein ganz toller Weg für mich gewesen, um das alles so ein bisschen zu erforschen und zu verstehen. Und letztlich hat es mir so die Tür geöffnet, mich mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen, was für Einflüsse prägen Kunst in Taiwan letztlich, also welche Materialien sind da, was haben die Künstler über die Jahrhunderte daraus für Handwerke entwickelt oder auch was für Geschichten unterlegen vielleicht chinesischer Oper, taiwanischer Oper und so, die wir nicht kennen, aber die ich darüber halt kennengelernt habe. Und da war das einfach eine tolle Gelegenheit, mich mal mehr damit auseinanderzusetzen und so vielleicht diese Exotisierung auch ein bisschen zurückzufahren und einfach zu sagen, es ist nur in einem anderen Kontext entstandene Kultur, die eigentlich genauso zugänglich oder unzugänglich ist für unsere Kultur auch im Westen. Und wenn du auf der Suche nach kulturellen Themen bist, gibt es da so feste Quellen wie Organisationen, Netzwerke, Webseiten oder so, an die du dich immer wieder wenden kannst oder wo du gucken kannst? Oder musst du da mehr so auf zufällige Informationen von Freunden oder vom Hörsagen und so weiter hoffen? Ja, mit der Zeit weiß man einfach, wo die Sachen stattfinden. Also es gibt einfach so einen bestimmten Kalender, dann und dann ist das Festival, dann und dann ist das Filmfestival zum Beispiel oder Musikfestival. Also da habe ich mich dran orientiert. Dazu kommen Quellen wie das Goethe-Institut und eben bestimmte Institutionen in Taiwan. Also zum Beispiel schaue ich dann bei bestimmten Museen immer wieder rein. Taipei vor allem hat ganz tolle öffentliche Museen. Es gibt verschiedene Institute, zum Beispiel das National Taiwan Craft Research and Development Institute. Die beschäftigen sich mit der Erhaltung und der Erforschung von traditioneller taiwanischer Handwerkskunst. Und die haben immer tolle Ausstellungen, haben auch immer tolle Künstler auf ihren Messen und so. Also ich habe mir irgendwann einfach die Stellen rausgepickt, über die man dann die besten Veranstaltungen mitbekommen da. Du findest ja aber nicht nur so Themen und Veranstaltungen oder beziehungsweise im Kulturpanorama zum Beispiel, berichtest du auch über Sachen, die nicht nur mit taiwanischer Kultur zu tun haben. Ja, also mich interessiert immer sehr auch der Austausch zwischen Deutschland und Taiwan. Also, und das ist für uns Deutsche ja auch sehr interessant, wo dann vielleicht taiwanische Künstler, was die in Deutschland machen oder was deutsche Künstler in Taiwan machen oder auch wie sich diese gegenseitigen Schaffensfelder berühren und gegenseitig inspirieren. Also, und dann spreche ich natürlich auch viel mit Einzelpersonen, also berichte nicht nur jetzt über irgendwie ein Event oder ein Thema oder so, sondern schau auch, was macht dieser einzelne Künstler jetzt in seinem Workshop und was hat der für spezielle Erfahrungen, um Kultur zu schaffen in Taiwan. Wenn wir uns aber mal der taiwanischen Kultur zuwenden, was macht sie so interessant für dich? Ich finde, in Taiwan hast du wirklich alles. Also du hast so viele verschiedene Ebenen von Einflüssen. Du hast indigene Kultur natürlich, die jetzt auch immer stärker wiederentdeckt wird, irgendwie von der taiwanischen Gesellschaft als Ganze, also Ureinwohnerkultur. Dann hast du unter den Han-Einwanderern ja auch ganz unterschiedliche Strömungen. Also die Hakka haben zum Beispiel eine ganz andere Farbensprache oder ganz anderes Essen als jetzt die Minnan, Kulturgüter. Und dann hast du sehr, sehr viel moderne, großstädtische Kultur, aber gleichzeitig halt auch
ernsthafte Versuche, traditionelle Handwerke wie jetzt Tee, Flechten, Tonarbeiten, Lackarbeiten, all das irgendwie zu bewahren. Also es findet so ganz viel gleichzeitig statt und du hast auf der einen Seite in Taiwan staatliche Förderungen, städtische Förderungen und quasi so eine offizielle Kultur und dann hast du ganz viel so inoffizielle kleine Gruppen, die sagen, wir wollen jetzt aber ein Avantgarde-Tanztheaterstück irgendwie in diesem Hinterhof auf die Bühne bringen oder so. Also es ist letztlich so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit Berlin, aber überschaubar. So fühlt sich die Kulturszene in Taipei immer an. Von deinen Kontakten hier in Taiwan oder von den taiwanischen Kontakten, wie sehen die denn taiwanische Kultur, also finden die das interessant oder jetzt gerade bei den jungen Leuten oder ist das für die eher langweilig? Also zum Beispiel, ich bin ja früher Drachenboot gefahren und die meisten Taiwaner haben selbst noch nie Drachenboot gemacht oder beziehungsweise wenn, haben sie es auch im Fernsehen gesehen mal, aber sonst selten. Also wie sind so deine Erfahrungen dabei? Es ist ganz witzig, also weil du das gerade mit dem Drachenboot erzählst. Ich interessiere mich immer mehr für Teekultur in Taiwan und da haben mich zwei Amerikaner tatsächlich hingeführt. Also die haben so ihren Teemeister, bei dem sie immer zur Teezeremonie gehen und dann verschiedene von ihm selbst gemachte Teesorten herstellen. Und wenn ich dann taiwanische Freunde dort mal mitgenommen habe, die fanden das vielleicht zu teuer oder gar nicht so praktisch und die trinken lieber ihren Bubble Tea als da aufwendig zubereiteten Tee. Also ich glaube, sich von außen damit beschäftigen, weil es was Besonderes ist, das gibt es auch in Taiwan. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch, wie überall, auch hier habe ich Freunde, die irgendwie selber Tonhandwerk machen oder die selber sich weiterbilden als Künstler. Also ich denke, dass die Einstellung zur Kultur in Taiwan wirklich, ja, wie in Deutschland auch, jeder selber für sich finden muss, so. Und du hast gesagt, du beschäftigst dich jetzt immer mehr mit Tee. Also ist das so eins der Themen, die dich besonders fasziniert haben? Oder was gibt es denn so insgesamt für Themen, die dich fasziniert haben? Also Tee ist auf jeden Fall was mich sehr fasziniert. Mein Papa hat früher schon immer grünen Tee getrunken und den auch aus Asien bestellt, Bio-Tee. Und wir wussten eigentlich nie so genau, was ist jetzt der Unterschied zwischen grüner Tee und irgendwie schwarzer Tee. Und dann gibt es auf diesen Webseiten so viele Unterschiede. Und in Taiwan hatte ich wirklich die Möglichkeit, das eins nach dem anderen kennenzulernen. Also, dass man hier zwischen weißem Tee, gelbem Tee, grünem Tee, tiefgrünem Tee, rotem Tee und schwarzem Tee unterscheidet, das wusste ich vorher nicht. Und da auch zu lernen, welche Gefäße jetzt für welchen Tee und so, ja, das ist auf jeden Fall eins der Sachen, die mich besonders interessieren. Filme interessieren mich sehr. Ich finde, Taiwan hat eine ganz, ganz tolle, auch so ein bisschen Indie-Filmszene, Doku-Filmszene, weil durch die Sprache haben die taiwanischen Filmemacher halt Zugang zu so vielen Geschichten. Irgendwie im ostasiatischen Raum wird ja an ganz vielen Orten Chinesisch gesprochen und man kann da ganz viele unterschiedliche Geschichten irgendwie aufbereiten und auch auf ganz unterschiedliche Weise. Was interessiert mich noch? Ich finde ja immer Esskultur sehr spannend, auch so über Märkte zu gehen, zu merken, welche von den Lebensmitteln, da kenne ich jetzt gar nicht, wie werden die zubereitet, in welchen Speisen tauchen die auf, warum schmecken manche Essen besonders fremd und so. Das ist spannend. Neulich war ich auf einem Konzert von dem Nationalen Orchester, dem Taipei Symphonic Orchester, glaube ich, heißt es. Und es war voll von Instrumenten, die ich noch nie gesehen hatte. Und es ist eigentlich endlos, was man entdecken kann. Soweit der erste Teil meines Gespräches mit Carina Rota. Nächste Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil unseres Gespräches, in dem Carina Rota mehr über ihre Entdeckungsreise durch Taiwans Kultur erzählt. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 21. Januar 2021. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören, unter der Adresse www.de.rti.org.tw.
Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Und seit